In unserer heutigen Ausgabe von Mariengarten Wissen erklären wir euch, wie die Demokratie im alten Griechenland entstanden ist. Die Demokratie gab es nicht schon immer. Früher bestimmten einzelne Könige oder kleine Gruppen, sogenannte Aristokraten, das öffentliche Leben im alten Griechenland. Ab 700 v. Chr. Regierten adelige Beamte das Leben in Sparta und Athen. Wenn es um wichtige Entscheidungen ging, wurde der Areopag befragt, der aus ehemaligen Beamten bestand. Alles war in den Händen der Adeligen. Sie besaßen die fruchtbarsten Grundstücke, hatten die besten Pferde und Häuser. Ihnen kamen bestimmte Vorrechte, Privilegien zu. So waren sie in der Hierarchie der Gesellschaft ganz oben. Und die Bauern und Sklaven waren wie so oft in der Geschichte ganz unten. Die Situation spitzte sich noch zu, als die Adeligen von den Bauern immer höhere Steuern verlangten, sodass viele von ihnen verarmten und ihre Freiheit verloren. Als Knechte traten sie in den Dienst der Adeligen und blieben von ihnen abhängig. Diese Ungerechtigkeit rief Unmut und Protest hervor. Der Zorn der Bauern hätte sich in einem gewaltigen Aufstand entladen können. Die Griechen wählten den klügeren Weg. Um 600 v. Chr. Beauftragten sie den Adligen Solon, neue Gesetze und Reformen niederzuschreiben, um das Verhältnis zum Staat gerechter zu gestalten. Am Ende sahen die Reformen, Neuerungen des Solon so aus. Alle Bauern wurden von der Knechtschaft befreit. Sie bekamen ihr Land zurück und waren nicht mehr von den adeligen Herren abhängig. Sie waren wieder freie Bürger. Damit erhielten sie ihr Bürgerrecht zurück. Sobald sie volljährig waren, durften sie die Politik ihrer Polis mitbestimmen. Ausgeschlossen von diesem Mitbestimmungsrecht waren die Frauen und Sklaven. Solon beseitigte auch die ungerechten Steuern. Das neue Gesetz besagte, dass jeder Bürger nur so viele Steuern bezahlen musste, wie er auch an Einkommen hatte. Wer viel verdiente, musste auch viele Abgaben an den Staat entrichten. Gehörte man jedoch zur untersten Steuerklasse, musste man am wenigsten Steuern bezahlen. Von nun an sollten alle Bürger vor Gericht dieselben Chancen haben. Der Richter musste alle gleich behandeln, egal ob der Angeklagte reich oder arm, adelig oder nicht adelig war. Jeder hatte Anrecht auf ein faires Gerichtsverfahren. So wurde von Solon der Grundstein für die Demokratie gesetzt. Die Regeln des Zusammenlebens und die Grundrechte der Bauern wurden in der Verfassung niedergeschrieben. Später wurde die Demokratie weiter ausgebaut. Selbst heute noch werden kleinere oder größere Veränderungen vorgenommen, um die Verfassung den Anforderungen der Zeit anzupassen. Die Demokratie befindet sich also im ständigen Wandel.